Yo, servus Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Pack-Opening von FIFA 13 Ultimate Team. Und ihr seht schon, ich beginne hier mit meinem neuen Team. Ich habe es dieses Mal Futsal genannt, weil mir ist kein Name eingefallen und Red Munich fand ich jetzt nicht so besonders. Und dann habe ich mich dafür entschieden, es einfach mal Futsal zu nennen. Es war eigentlich nur ein Versuch, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass dieser Name überhaupt funktioniert, aber er hat funktioniert. Also ich schau mal, wie mir der Name gefällt. Vielleicht erstelle ich dann irgendwann einen neuen Account und tu mir dann alles rüber und nenne ihn halt dann um. Aber ihr seht schon hier, ich habe 1000 Münzen gleich mal geschenkt bekommen, habe zwei Gold Packs und zwei All Players Pack, wo gemischte Spieler drin sind, also Bronze Spieler, Silber Spieler und goldene Spieler. Und ihr seht einfach die Packs, es war, ja, sagen wir so, es war schon, also ein paar gute Sachen waren schon dabei, aber nicht das, was ich mir so erhofft habe. Ich habe mir vielleicht erhofft, so einen, keine Ahnung, Rooney oder sowas zu bekommen, aber der ist mir erspart geblieben, was jetzt eigentlich nicht wirklich toll ist. Und einfach das nächste Goldpack geöffnet und ich habe jetzt mit zwei Accounts Packs geöffnet, also einmal mit diesem von meinem Hauptaccount und dann noch mit meinem zweiten Account, wo ich auch die Trading-Serie gemacht habe. Mit dem habe ich auch Packs geöffnet, die kommen dann einfach direkt danach, die Videos. Oder das Video und einfach seht ihr hier die Spieler. Ich moderiere jetzt einfach mal zu dem Pack, was so drinnen war. Und hier haben wir Arsene Wenger in der Aufstellung 4-3-3 und ich glaube, dass der einiges wert sein wird. Vor allem, wenn jetzt halt dann das Spiel draußen ist, dann wird er bestimmt so um die, ja ich sag mal jetzt so 2.000-3.000 wert sein. Also nicht schlecht. Und hier haben wir mein bestes Pack. Simao haben wir drin. Oder Shimao, ich weiß es nicht, wie man ihn ausspricht. Und einen, hier haben wir einen Peruaner von Benfica Lissabon, auch Cardoso, glaube ich, heißt er. Er ist sehr langsam, was ein bisschen schlecht ist. Das bedeutet wahrscheinlich dann, dass er dafür nicht so viel weggeht. Und das letzte Pack auch noch. Also ich rate euch, dass ihr am Anfang jetzt habt, wenn ihr die Packs öffnet, dass ihr nichts auf den Markt stellt, also vielleicht auf den Markt stellt, einfach mal, um zu versuchen, um ihn für zu viel zu verkaufen. Aber am besten ist es, also nichts verkaufen, also Schnellverkauf, das ist das Schlechteste, was man machen kann, weil vielleicht hat man ja einen Spieler, der am Ende richtig viel wert ist, vielleicht hat er 5-Star Skill Moves oder irgendwas Besonderes und dann geht er für mehr weg als geplant oder als ihr denkt. Und da macht ihr einen richtigen Verlust, zum Beispiel Cristiano Ronaldo war letztes Mal, also bei FIFA Ultimate Team 12, war der am Anfang 200.000 Münzen wert und am Ende ungefähr 600.000 bis 800.000 Münzen. Also da konnte man richtig schön Profit machen. Also immer Ausschau halten und schauen, was sich ergibt und nichts gleich voreilig weghauen. Und hier sind wir bei meinem zweiten Account, auch das erste Pack hier, nicht schlecht, aber naja, nichts Besonderes dabei. Einfach mal alles in den Club tun und dann versuchen irgendwann mal, so in einer Woche, versuche ich dann richtig zu traden, vielleicht dann schon mit den ersten Formspielern. Und ja, vielleicht, wenn ihr irgendeine Serienidee habt, die ihr unbedingt sehen wollt, schreibt einfach mal in die Kommentare, ich werde es mir auf jeden Fall durchlesen, werde schauen, ob ich das machen kann und werde dann so viele Videos wie möglich raushauen, damit ihr auch immer das Neueste von FIFA 13 erfährt und zu sehen bekommt. Ja, das war, ich glaube, das vorletzte Pack. Ein Pack haben wir noch. Schaut es euch einfach an. Und das war's soweit mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat, wenn es jetzt auch viele Pack-Openings gibt. Aber vielleicht mache ich ja auch ein Giveaway. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob ihr das wollt. Gut, das war's mit diesem Video. Man sieht sich beim nächsten Mal. Servus!